Weißt du was? Ich glaube, ich werde erstmal mit der Hauptstory weitermachen, weil diese ganzen Level 12, Level 11 Sachen sind mir eigentlich ein bisschen zu doof. Kann ich hier irgendwie was machen? Deswegen sollten wir mit der Hauptstory vielleicht erstmal weitermachen, bevor wir irgendwie was anderes machen. Von hier aus kommt man, glaube ich, ja gut hin. Und dann hier lang. Machen wir ein bisschen die Hauptstory weiter. Kann ich hier durch einfach passieren? Wir sind in Drakenheim. Habe ich auch gesagt. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Da ist ein Friedhof. Ist das von diesem Punkt liegt, was einst das große Königreich Drakenheim war? Da ist es vollkommen unter senorischer Kontrolle. Seid ihr in diesem Land fremd? Wenn ja, solltet ihr vorsichtig vorgehen. Und warum sagt ihr das? Senorische Patrouillen, die sind in letzter Zeit strenger geworden. Ich habe das Gefühl, die bereiten eine Hinrichtung vor. Ich habe vor kurzem einen Gefangenentransport gesehen, eine Ritterin in pechschwarzer Rüstung. Es war General Berengaria, darauf verwette ich mein letztes Gold. Sagst du Berengaria? Travis? Ich, schon gut, das ist nichts. Ist das seine Schwester? Zurück zur Sache. Wenn wir diese Region jetzt nicht befreien, werden wir später sicher bereuen. Ja, natürlich. Wir sollten uns zu Ausdrücken bereit machen. Die Generalin in Schwarz. Ja, ist nur 10. Ist zwar auch hoch, aber nicht so hoch wie die anderen Sachen. Lindwurmritter, Mietklinge und Hopliten. In einer Bergarbeiterstadt nahe der Grenze wartet ein senorischer General auf seine Hinrichtung. Obwohl dadurch die Sicherheit strenger ist als sonst, beschließt die Befreiungsarmee, um die Region zu kämpfen. Ein senorischer General? Ich dachte, das wäre ein General von jemand anders. Generalin in Schwarz. Oder der General in Schwarz. Dreibaum. Gefängniszellen, okay. Oh, how far the mighty fall. Our great General Berengaria rotting away in a cage. Kennen wir sie? Ich weiß es nicht mehr. It's the least you deserve for double-crossing Zenoira. Hilarious. You oppress a continent, devise cowardly schemes, and still have the gall to judge other people's morals. What schemes do you speak of? I'm not sure if you're playing dumb or just living the reality. I mean your plan to besiege Prince Gilbert in the Colosseum. Zenoira will shove out any street rat that fits into a uniform if it means keeping their failed defensive afloat. We'll see how sharp that tongue of yours is once the executioners cut it from your skull. Go on and keep talking while you still can. What do we have here? Looks like Travis's little lessons might actually come in handy. Sie kennt Travis. Ist das seine Schwester? Ich habe vergessen, wie sie aussieht. Weil sie haben wir mal in einem Rückblick, glaube ich, gesehen. Aber das ist ziemlich am Anfang gewesen. Schon ein bisschen her. Wir haben Drakenheim gerade erst betreten und schon jetzt ist die Landschaft völlig anders als die, die wir aus Cornhill gewohnt sind. Da hast du vollkommen recht. Die Städte hier sind keine vereinzelten Kleckse auf einer schaubigen Karte, sondern eng vernetzte Siedlungen. Da sollten wir uns dann dran machen, sie alle aus den Händen unserer Feinde zu befreien. Der Kommandopost der Befreiungsarmee wird eingenommen. Ja, ich muss wahrscheinlich alle, befreie alle Städte und Forts. Okay. Dann stellen wir erstmal, oh, ich habe 4 Bravo-Punkte mittlerweile. Wir stellen die Einheit von Elaine auf. Hauen den da weg. Dann würde ich als nächstes Josephs Einheit rufen. Der ist leider am Fliegen. Hotti, du Klump. Wir nehmen, glaube ich, erstmal diese Stadt ein. Obwohl das hier auch ganz schön nervt wahrscheinlich. Ich schicke Travis Einheit los. No surprise there.
Yeah? Ihr könnt... Ah, oh, scheiße, ihr seid auch nicht so mega geil. Sure. Okay, dann hole ich noch die Einheit von Clive. I ride for Cornea. I'll prove my worth. It shall be done. Okay, dann wollen wir mal. Ich hätte gerne noch Frankas Einheit gehabt, aber naja. Prepare yourselves. Stand I'll make it. Prepare yourselves. Hope you've made your peace. Stand before me. I'll make it quick. Prepare yourselves. Ja, dann lassen wir Clive da kämpfen. Ist natürlich doof. Muss jetzt verkümmern. Das ist nicht die beste Einheit gegen fliegende Idioten. Hau drauf. Shit. Ihr habt der Hieb. Danke für den Schaden. Damit wir den Kack hier gewinnen. Okay, wir latschen ein bisschen weiter. Ja, ihr könnt da gerne machen. Verfolgung, bitte treff. Wolf hat leider keine AP mehr. Mistlinge. Okay, das trifft. Sieg. I've much room to improve. A trivial undertaking. Okay. Die fliegen voll Idioten. Lanes-Einheit steht in der Gegend rum. Ja, onward. Dann geht ihr mal dahin. Ich schicke gleich jemanden zum Einsammeln von dem Item. Was sind das denn für die mit den Schwertern? Okay, dann Josephs Einheit. Sind das Mietklingen? Oder die mit den Schwertern? Die Einheiten. Nein, die habe ich noch nie gesehen. Schuss. Okay, eine down. Hör mal auf. Mistklinge, wunderherrlich. Warte, ein Hieb. Ja, ich glaube, das sind Mietklingen oder irgendwas komplett anderes. Okay, einer hat überlebt. Ich habe noch nicht die Bravo-Punkte, deswegen hole ich nicht eine weitere Einheit. Oh, ich dachte, die besiegen wir. Hatte ich im Kopf. Wenigstens werden wir geheilt. Heilen, gut. Doppelschuss. Verfolgung. Ich weiß, dass ich sehr viel nur die Skills aufsage und nicht großes Commentary mache. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber ich weiß nicht, was ich während des Kämpfen erzählen soll, außer vielleicht irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas, was nicht mit dem Spiel zu tun hat, aber ich habe auch gerade keine Lust, irgendwie. Spannend aus meinem Leben zu erzählen. Gut, da haben wir erstmal gewonnen. Ich habe immer noch nicht die Bravo-Punkte. Okay, ja, mach die mal platt. Wir kriegen ganz schön viel Schaden. Höchstwahrscheinlich durch Questpfeile. Oder vielleicht durch die Magie. Spieß. Luft des Verderbens. Aua. Aua. Hör auf! Max kriegt das alles ab.
We have to heap. Shit. Mach den weg, bitte. Danke. Jetzt ist nur noch die Hexe da. Und sie überlebt. Ah ne, wir gewinnen ja, habe ich vergessen. Wir haben nur ganz schön aufs Maul bekommen. Stimmt ja. Überrennen. Krabs Gegner in Linie mit einem durchbohrenden Angriff an. Verursacht Lähmen. Also das würde ich dann gleich, ist es hier. Überrennen, volle Linie, ja. Okay. Wir haben jetzt nichts zum Heilen hier. Ich hole mal eine Einheit, die heilen kann. Nehme ich die von Bruno. Na, da kriegt ihr wenigstens nicht so aufs Maul. Okay, dann lassen wir sie mal laufen. Ja, hau drauf. Mach den erstmal weg. Mit Deckung getötet. Folgung, weg mit dir. Levelaufstieg für Rolf. Ich weiß nicht, ob ich dich ausruhen lassen will. Die wirst du nicht besiegen. Okay. Ja, ich würde aber trotzdem die da mal gegenlaufen lassen. Time for payback. Prepare yourselves. I'll make it quick. Stand before me. Ihr macht mehr Schaden, deswegen Kleidseinheit. Kriegt zwar ein bisschen Schaden ab. Ruf des Verkümmerns. Ich hasse Schamanen. Und sie haben eine Schamanin. Ich meine, ich habe auch eine Schamanin, so ist es ja nicht, aber. Tier in der Axt. Lex kriegt leider ein bisschen sehr viel ab. Aber soweit ich weiß, überlebt er. Wir rennen. Gut. Wer auf der Hieb? Da ist der schon mal weg. Ja, Abschießhieb. Ja, leider. Ich will nicht mit Items heilen. Also wie es aussieht, sollte ich das machen. Weißt du was, bevor du da, was auch immer du davor hast, hol lieber das Item, damit du auf Brunos Einheit warten kannst. Ihr geht da rein, bevor die neue Einheiten spawnen. Und dann hole ich Frankas Einheit, damit die ein bisschen in der Gegend rumfliegen kann. Hier die eine Einheit. Kriegen wir nicht besiegt. Ja, flieg da mal hin. I shall hold nothing back. Quiet down now. Ach, haben sie auch eine Schamanin? Ich habe nicht aufgepasst. Sind da sehr viele Schamanen hier in den gegnerischen Reihen? Ich habe nicht aufgepasst. Auf die Schamanin, danke. Ja, die muss auf als erstes weg. Der macht wieder Muskelpumpen. Ach, so scheiße. Mistking macht den mal weg. Ja, hat leider nicht gereicht, aber die Verfolgung dürfte den jetzt wegmachen. Ja, danke. Warte, ein Hieb. Wieder auf die Schamanin. Will noch wer angreifen? Nee. Okay, ja, leider muss sich diese Einheit ausruhen. Ich kann gerade nicht viel machen. Okay. Vordach des Riesen. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Mach die mal platt. Also, macht Schaden. No stopping me.
Dafür, dass ich nur auf Normal spiele, hat der Schwierigkeitsgrad ganz schön angezogen, bin ich. Vielleicht bin ich auch einfach scheiße. Vielleicht ist das auch das. Man weiß es nicht. Gut, dass du da ausgewichen bist. Ja, dann... Wir holen schon die nächste Einheit. Und zwar die von... Mordon. Die ich übrigens wechseln. Also, hier, ich mach... ihm zum Anführer keine Bravourpunkte. Okay, dafür braucht Bravourpunkte. Damit der schneller durch die Gegend läuft. Hau den da mal weg, bevor er sich da heilt. Okay, machen wir mal. Wir kriegen ein bisschen Schaden, wahrscheinlich von den Bogenschützen. Ja. Passivraub. Helmspalter. Leider kriegen wir sie nicht besiegt, so wie es aussieht. Weil. Wieso macht der Wall und greift nicht an? Ich muss gucken bei. Muss gucken bei Adel. Überrennen. Ja, okay. Adel, das war irgendwie. Banane, was du da gemacht hast. Wieso habe ich Wall vorne? Wie wechsle ich das? Mit Viereck. Ja. Warte, haben wir noch was anderes? Ich würde sagen, wenn er angegriffen wird, aber ich weiß nicht, wie ich das mache. Situation wahrscheinlich. Ja. Ich mache mal einfach als drittes, damit er es nicht als erstes einsetzt. Okay, dann machen wir mal weiter, so wie es gerade ist. Leider kriegen wir ein bisschen Schaden und ich hoffe, Travis hat mehr als 14 Punkte. Ja, hat er. Passivraub. Nehme ich weiter, mach ihn bitte weg. Mach den auch bitte weg. Ja, danke. Ball war richtig scheiße, warum das als erstes ist, habe ich auch nicht verstanden. Dann haben wir wenigstens die Bogenspitzen da weg. Wir warten noch auf die Einheit von Bruno, die sich, glaube ich, gerade nicht bewegt. Ja, geht hier von mir aus hier hin. Warte mal drauf. Ich würde auch sagen, dass, wenn die da eh schon rumstehen, die Einheit von Clive, können die sich mal kurz auch ausruhen. Weil die haben nur zwei Dinger. Okay. Dann geht mal hier hin. Franka weiß nicht wohin. Ja, geht hier hin. Okay, dann machen wir das mal so. Bitte mach die weg. Danke. Die hat eh keine Passiv-Skills mehr, aber gut ist sie. Also Passiv-Punkte meine ich. Rotierende Axt. Greift Gegner in eine Reihe mit mehrfachen Attacken an und 50%, minus 50% ihrer physischen Abwehr. Dann würde ich sagen, mache ich das. Ja, bei ihm.
Ist eigentlich Wurst, ne? Reihe mit den meisten Kämpfern. Machen wir es so. Die sind alle noch am Laufen. Weiß ich, ob wir die schon heilen können. Ja, können wir. Heilen wir sie. I am restored. Dann hole ich noch zuletzt Melisandres Einheit, damit die auch mal was macht. Geht von mir aus hier hin. Ich weiß, dass ich da jetzt sehr viele hinschicke. Bitte heilt euch nicht. Ah, scheiße. Natürlich haben die sich geheilt. Hoffentlich reicht das nicht. Okay, sie überleben. Vielleicht haben sie, hätten sie auch vorher überlebt. Nee, das ist eine Kackidee. Das reicht. Edle Klinge. Bitte auf die Schamanin, damit die einfach weg ist. Na, die Galischstrahl. Wieso nicht auf die Schamanin? Die wären nämlich schon tot. Aber wir haben ja noch Oklis, die auch noch so Sachen macht. Die geht auch nicht auf die Schamanin, so eine Scheiße. Dann wenigstens auf denselben Typ, damit der down ist. Ja, dann geht da mal weiter drauf. Ja, dann warten wir mal. Ah, warte. Du kannst da draufhauen. Bevor du da in der Gegend rumstehst. Travis. Was die Frau, damit die nicht ihren Scheiß machen. Muskelpumpen. Wieso hat er trotzdem Muskelpumpen gemacht, obwohl die Passivrock gemacht haben? Hat er wahrscheinlich nicht gestohlen, die PP. Überrennen. Schwerer Brecher, weicht bloß aus. Das wirst du nicht übernehmen. Handlungsunfähig. Kein Schmetterer. Just getting started. Ich würde. Wir haben ja eh niemanden. Also wir haben alle Einheiten draußen, deswegen brauche ich ja nicht viel machen. Ja, haut drauf. Heilung und besiegen. Wunderherrlich. Aufstieg für Yana und Scarlet. Ich hätte nicht gerechnet, dass Yana noch ein Level hat. Heiler Ruf stellt die Verbündeten in einer Reihe eine kleine Menge TP wieder her und entfernt alle Schwächungen. Das würde ich dann gerne einsetzen wollen. Heiler Ruf. Ja, machen wir 75. Okay. Ja, ihr geht da mal rein und übernimmt die Garnison. Ihr steht in der Gegend rum, das finde ich nicht gut. Ja, dann geht erstmal auf die Huskale hier. Wir müssen eh das da einnehmen. Und du stehst auch nur in der Gegend rum, deswegen kannst du auch... Auf die Einheit ist scheiße. Ja, geht schon mal hier hin. Macht schon mal. Travis, die besiegst du. Na, besiegst du nicht. Leider. Aber Travis muss sich leider ausruhen. Travis Einheit, weil zu viel aufs Maul bekommen hat. Keine Ausdauer mehr hat. Die haben zu viel aufs Maul bekommen, aber. Ausruhen halt, glaube ich nicht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Wäre Brecher weicht bloß aus. Saw that. That'll do for now.
I can't stay on my feet, yeah? Okay, der Rest macht einfach weiter wie bisher. Danke, dass ihr uns all diese furchtbaren Soldaten vom Hals geschafft habt. Ihr seid ihnen bestimmt schon begegnet, aber der Lindwurm-Ritter sind besonders stark gegen Bodeneinheiten. Wenn ihr es mit ihnen aufnehmen wollt, greift selbst mit einer Flugeinheit an. Das wird besser funktionieren. Heilige Kräuter. Wo ist denn... Warte. Wo ist Franka? Ja, die kann gleich die Lindwurm-Einheit angreifen. Warte. No mercy. Stand der Kleist-Einheit nur in der Gegend rum? Ich dachte, ich hätte die losgeschickt. Bisschen schade, dass Travis Einheit nicht die Erfahrungspunkte hier bekommt. Weil sie haben das Ganze gemacht, aber ich wollte auch nicht, dass die... Josephs Einheit steht in der Gegend rum. Weißt du was? Ihr könnt gegen die Huskale kämpfen. Und die Einheit von Mordon macht hier den Hopliten kaputt. Da kriegen wir ganz schön aufs Maul. Das finde ich nicht gut. Ja, bleibt erstmal da, wo ihr seid. Brunos Einheit vielleicht. Bist du? Ja, kämpfst du gegen die. Und die Einheit. Ja. Wir machen erstmal die Lindwurm-Ritter da weg. Da ist so ein Item. Ihr könnt das mal kurz holen. Weil ihr steht ja eh nur in der Gegend rum gerade. Was passiert denn da? Wer ist das denn? Grimm. Is it such a crime to simply walk the streets? How was I meant to know we were to stay in our homes? I need you now more than ever, Hilda. You there. Hilda? Who are you? Nobody more than a simple sellsword. Now, come. My patron demands your presence. Me? But... Hilda? Haben wir eine Hilda im Team? Sir, would you care to tell me where we're going? We should be clear of them by now. You mean... I'm saved? But why? Let's merely say I have dues to settle with Zenoira. Aramis, okay. There's no time for that now, though. Run. As fast and far as you can. Das scheint auch einer der Guten zu sein, aber ich glaube, der hat Zenoira-Farben angehabt, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Wo bin ich? Mitten in einer Schlacht? Wer ist denn eine junge Dame mitten in einem Gefecht allein? Bitte irgendjemand, hilf mir doch! Ach du Scheiße. Wir müssen Prim helfen. Ich kann sie leider nicht bewegen. Ich hoffe, die anderen greifen sie nicht an. Das wäre nämlich suboptimal. Prepare yourselves. Come. Stand. Gaze upon the face of your device. Ich greife mit Josephs Einheit an. Stand true. Gut, hier eine Axt. Ich mach, glaube ich, auch nach der Schlacht erstmal Ende für heute. Für den Moment. Nussklinge. Besiegt kriegen wir sie nicht, ne? Das war, glaube ich, das Ding, dass wir sie nicht töten können. Ja. Die Schamanin überlebt leider. Wer
prove my worth. Ihr geht die mal retten. It shall be done. Elaines Einheit steht auch nur in der Gegend rum. Wird sich halt drum gekümmert. Ja, ihr könnt mal das Item da holen. Travis Einheit kann hier auf die draufhauen. I shall hold not. I shall gaze upon the face of your demise. Prepare yourselves. I shall hold. I shall never fail. Meister. Gaze upon the face. Stand before me. Die haben mehr Ausdauer. Außerdem soll Lex ein bisschen lernen. Bisschen Erfahrungspunkte kriegen. I've had enough of you. Schamanen gegen den Schamanen ist natürlich doof, weil Schamanen greifen nicht an. Seems we've done it. Aber egal. Victory!